So, jetzt zu diesem Video für den Fall, beim Fall Medinone eine Ergänzung. Und zwar, auch hier hat jemand geschrieben, brillanter Inhalt, du bist ein Rohdiamant, die Videos unter einer Stunde Laufzeit finde ich grundsätzlich besser, nutzerfreundlicher und so. Ja, gut, da will ich Folgendes sagen. Das ist ja an sich ein. Also das ist ja ein positiver Feedback und gleichzeitig kommt der Ausdruck, dass dem User der Inhalt neu ist. Ja, das ist ja ein kleiner Kanal, ist ja alles verständlich. Aber das ist ja bei mir schon bald 2 Jahre alt. Das heißt, das ist etwas. Ich denke auch, dass das praktisch ganz, wie soll man sagen, sogar hier in der Überschrift allein lässt sich schon ganz klar erklären und das leuchtet die Leute dann auch ein. Wenn man etwas als schrecklich, eine sexuell motiviertes, also da geht ja jeder davon aus, dass es da um Sex geht, wenn jemand etwas Sexuelles, was ja normalerweise, da denkt man, da ist ein Triebtäter, der wird getrieben von seinen Dings, aber für den ist doch das nicht schrecklich, für den ist das doch kein Muss. Versteht ihr? Das ist ja, ich sag mal, ich muss es ja, nur mit einem Satz kann ich das den Leuten schon verständlich darlegen, dass sie merken, ja, halt mal, der hat ja recht, da ist ja. Das ist ja irgendwie offensichtlich, dass das hier in unseren Medien irgendwie, dass die am Offensichtlichen vorbeigelabert haben. Also das tue ich jetzt praktisch so interpretiere, ja, dem Fall, das ist wie Schuppen von der Augen, eine ganz natürliche Reaktion praktisch. Und so hat man das, so haben es die Leute noch gar nicht gesehen. Und ich denke auch viele andere würde das jetzt überzeuge, weil ich kann es ja belegen aus dem Geschriebenen, aus den Dokumenten, das hat er ja so gesagt und da sagt man sich, ja, wie konnte man das übersehen? Ja, und dass er da an dem Punkt, und das ist das eine, und dann ist noch etwas, noch was Zweites. Das Zweite ist, dass ich schon gesagt habe, ich bin kein für Team oder so, sondern das muss alles nach meinem Ding sein. Nein, das ist falsch. Hier geht es um was, das wird falsch verstanden. Hier geht es um was, wenn ich es mit anderen Worten beschreibe, ist es ganz verständlich. Man kennt das, dass viele Köche den Brei verderben. Und und es ist ganz natürlich, dass ein Restaurant einen Chefkoch hat, sozusagen. Dem Chefkoch wird auch kein Größenwahn und kein Egoismus und kein Dings. Das ist etwas ganz Natürliches. Und so nur ist es zu verstehen. Natürlich, wie gesagt, wenn ich das so sage, praktisch, dann ist man immer geneigt, das so als einen Narzissmus und auch einem Egoismus und so weiter. Und, während man das Gleiche, wenn es einfach etwas anders daherkommt, als völlig normal ansieht. Jetzt gibt es irgendwo ein Restaurant, das bekommt den Michel so und so viele Sterne. Natürlich ist das einerseits eine Auszeichnung für den Chefkoch, aber auch fürs ganze Restaurant. Und ein Chefkoch kann ja auch nicht der ganze Laden schmeißen. Und deshalb, sagen wir mal, ich würde nie auf die Idee kommen, irgendwo Chefkoch sein zu wollen, sozusagen. Das sind manche Leute, die interessieren sich für das und sehen sich begabt und bekommen Feedback und so und dann irgendwann werden sie Chefkoch. Ich habe kein Bedürfnis. Ich bin keine Konkurrenz für einen Chefkoch. Ich werfe keinem Chefkoch Narzissmus vor. Soll er doch Chefkoch sein? Sollen die andere die Kartoffel schälen oder auch irgendwas anderes? Es muss ja jetzt nicht nur niedrige Tätigkeit, einfach irgendwas Ergänzendes machen und
sollen die sich freuen an ihre Sternchen. Ich komme normal nicht in solche Restaurants, aber wenn ich da hinkomme und es schmeckt mir gut, dann sage ich gut, wunderbar, macht weiter so. Also das kann man ja ganz entspannt sehen, das Thema. Das ist was ganz Normales. Was ich nur ausdrücken wollte, das ist, hier geht es um den Bereich, der meine, sage ich mal, jeder kann ja irgendwas, und das ist eben der Bereich, wo ich meine Talente sehe, und ich kann einfach nicht praktisch, was jeder einsehen würde, wenn man sagt, viele Köche, das geht nicht, lass einen das Ding dahin abschmecken und nach seinem Ding, und wenn es dann der Mehrheit, wenn was dabei rauskommt und man bekommt 5 Sterne oder wie viele Sterne die auch immer haben, dann ist ja trotzdem ein Team, das sich drüber freuen kann. Und so habe ich nichts gegen den Teamgedanken, praktisch das. Ich habe nur etwas gegen den Gedanken, dass bei den entscheidenden Dingen ich mich jetzt mit jemand abstimmen sollte und irgendwie, da sind 5 auf der einen Meinung und nur ich und ein zweiter auf der anderen Meinung, und das soll man hier als Team irgendwie, soll die Mehrheit Recht haben und ich soll irgendwie etwas mitmachen, weil da irgendwie sowas geht nicht. Ich kann dort, wo ich kriminalistisch ermittle oder so Analysen mache, da bin ich halt der Koch, okay? Aber niemand wird sagen, weil hier einer der Koch sein will, dann arbeiten wir in dem Restaurant nicht. Also von daher, dass es Leute gibt, die was unterstützen, die irgendwas machen, wo sie ihre Begabung einbringen, ist ganz was Natürliches. Und das kann man ganz entspannt sehen. So, und da will ich jetzt mal sagen, auch für diesen Typ, dieser Typ, der kann wunderbar etwas vortragen. Der kann so überzeugend reden, manchmal übertreibt das auch, oder sie tun ihn wenn er gefilmt wird, tun sie ihn, da blickt er dem Zuschauer da so mehrere Sekunden lang tief in die Augen, wenn sie da dieses von dem hessischen Dingsbums da machen, das ist so eine Show, aber das machen sie ja mit alle praktisch dort, das ist halt den Redakteure ihr Spleen, und also da das ist oft viel aufgeblasene Schauspielerei. Ich sage mal trotzdem, der hat ganz klar, der kann so präzise reden und so einfach, der tut sich kein, der macht nicht das geringste Fehlerchen bei der Präsentation, also manchmal so. Nur die Inhalte, dieser Typ ist praktisch in der falschen Rolle. Praktisch, der ist, die eine sind Zuarbeiter, die andere sind helfen bei der Präsentation, aber was der macht, er tut praktisch, das sind meine Begabungen auf der Strecke, und die hat er eben nicht. Und versucht es praktisch noch mit abzudecken. Und das geht schief. Er ist nicht der Analytiker. Er ist er ist praktisch ein Hilfsmoderator. Was heißt Hilfsmoderator? Er ist der, praktisch, wenn der Journalist ganz doof ist, dann tut er einfach noch etwas, er könnte meine Gedanken einfach den normalen Journalisten und dem Publikum nochmal besser präsentieren, wie ich. Der könnte seine Funktion haben, aber indem die alle so tun, als ob sie mich nicht brauchen, produzieren sie Scheiße. Also deshalb sage ich, also nochmal, ich denke nicht, dass ich das ganze Restaurant alleine praktisch, dass ich als Koch sozusagen alle Tätigkeiten alleine machen muss. So ist es nicht gemeint, und deshalb ganz klare nochmal Aufruf an die Leute, ihr
was die anderen True Crimes Bubis und Girlies machen, ist praktisch auf der Basis, was sie irgendwie von den Mainstream-Medien haben, hier nochmal etwas nacherzählen, sozusagen. Aber da ist nirgendwo meine Überlegungen drin. Und deshalb sage ich es nochmal, wenn kommt einfach mal einer auf die Idee, dass man das, was ich liefere, ja die Grundlage sein kann, es einfach nochmal in eigene Worte zu präsentieren. Ich stimme dem ja ausdrücklich zu. Ihr könnt sagen, okay, das ist die Quelle darauf. Also ihr könnt die Quelle angeben und das sowohl unten im Dings, also hier bei diesem Dings, wo man da hier das so anzeigen kann in der Videobeschreibung, als auch nochmal in dem, was ihr vorstellt. Ihr müsst mich ja da praktisch, ihr könnt da auch kritisch sein zu mir. Es muss nur die Quelle irgendwie erkennbar bleiben. Und wenn ihr dann sagt, okay, soweit sind die Überlegungen von dem Faisal, und dann könnt ihr noch eure eigene Überlegungen ergänzen, alles kein Problem, ihr könnt auch was von dem Mainstream-Medien und so weiter, aber das ist etwas, das fehlt. Ich denke nicht, dass es praktisch, wie gesagt, dass der Koch, der Chefkoch, das ganze Restaurant alleine führen muss. Alle Arbeiten praktisch bis dazu, was weiß ich, bei den Kunden abkassieren oder das Geschirr wieder spülen oder dekorieren oder irgendwelche, was weiß ich, Servietten falten oder keine Ahnung. Da gibt so viel Sachen, wo man das ergänzen kann. Und ob man jetzt einen Podcast macht oder da kommt gerade von im Fall Adrian Lukas was rein. Aber okay, also das ist ja, also da gibt so viele Möglichkeiten. Wie gesagt, wenn jetzt jemand sagt, oh, Videos machen und so, das träumen wir nicht zu. Ihr könnt auch einen Podcast machen, den ihr bei Dings, also als aus also bei YouTube. Und ich kann da auch drauf verweisen und sage, ja, und jemand hat es noch in seine Worte so ausgedrückt oder so. Ihr könnt es mit Videos machen oder so, aber das einfach als eine Möglichkeit. Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ich bin ein Rohdiamant, das heißt, ist ja so gemeint, da muss man an diesem und jenem noch arbeiten. Ja, ich sage mal so, bei der Analytik, denke ich, bin ich über das Stadium des Rot, also beim Eigentlichen bin ich über das Stadium des Rotdiamants schon hinaus. Aber bei der Präsentation zum Beispiel, da kann man sagen, das ist ausbaufähig. Aber das darf man jetzt, da habe ich meine Grenzen, sagen wir mal. Und wenn man jetzt vom Religiösen redet, das ist auch von Gott bewusst so gemacht, dass nicht einer alle Begabungen hat. Das ist richtig. Müssen bald fort hier mal gucken. Also das ist völlig richtig. Wie soll man sagen? Es ist gar nicht das Ziel, dass ich, klar, man kann sich immer irgendwo verbessern und auch ich kann mich noch verbessern, aber der Gedanke, dass ich jetzt das noch der bessere Diamant werde, da und da und da, nee, praktisch, ihr seid auch Rohdiamanten sozusagen, aber beziehungsweise bei manchen Sachen, da ist es einfach besser, das ergänzt jemand praktisch, der dafür besser begabt ist. Und wie gesagt, sein Job wäre es praktisch, zuerst mich zu fragen
Und gut, wenn er dann praktisch der Meinung ist, ich habe Unrecht, dann kann er ja was anderes sagen. Und wenn er dann aber später ein paar Mal gemerkt hat, dass ich doch Recht habe, dann wird er einen gewissen Respekt entwickeln. Und dann wird sich's eben so irgendwann mal ein bisschen einspielen, dass es halt praktisch, wenn ich es tatsächlich besser kann, dass er es dann auch einsieht und dann nimmt er einfach seinen Platz ein. Und das ist es, was fehlt praktisch. Der müsste hier von mir reden. Das kann man sich ganz schwer vorstellen, sozusagen, weil die ja alle so hoch erscheinen, die Bildzeitung und im Fernsehen oder so, das ist ja Deutschlandniveau, das ist ja Mainstream, das ist ja die Masse des Volkes und so weiter. Und dass man sich da vorstellt, der hoch angesehene Profiler Hoffmann berichtet hier, dass er praktisch im analytischen Gebiet mein Schüler ist oder irgend sowas. Das ist ja, und dass er praktisch das den Leuten nur erklärt. Er will ja selber der Große sein und so, aber er kann's nicht. Er kann's nicht. Er hat noch nirgendwo etwas beigetragen. So. Konkret. Er erklärt nur und so ein bisschen was, so allgemeines bla 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 und so allgemeines Psychologie und so, aber er redet an die wesentlichen Punkte, die man hier erkennen konnte, vorbei, und er hat ganz klar die ganze Zeit das so, wie wenn das ein pädophiler Triebtäter war bei dieser Tat. Aber das Entscheidende, um das aufzuklären, ist das Thema Auftragstat. Und es gibt genug Hinweise darauf, ja. So, also, aber wie gesagt, das ist jetzt nur der Aufhänger, das Thema, für das, was ich jetzt sage. Ich habe ja das erste Video schon gemacht. Also, es ist ganz klar so, ich rufe die Leute dazu auf, etwas beizutragen, das können Sachen sein, die ich praktisch, ja, die man mit dem verknüpft irgendwie, was ich mache. Das muss man mal sehen, wie man das am besten machen kann. Nur eben die Überlegung, es könnte ja auch jemand sagen, ja, man könnte ja hier, wenn jemand das aufgreift, das wäre ja Urheberrecht, vielleicht will ich das gar nicht und so weiter. Nein, es ist so, wenn es jetzt, sage ich mal, so Leute wie die Kathi Winter, die greift ja sowieso nicht auf, aber wenn die das jetzt aufgreift und tut aber so viel Scheiße machen, dieses Grusel, dieses Gothic-Zeugs da, so schwarz und bla 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 und dann Blut und da von sowas distanziere ich mich jetzt einfach. Also ich will keine Gruselkultur, sondern wir sind normale Bürger und wir sind jetzt nicht irgendwie so blutlüstern und so, sondern da geht's um ungeklärtes Verbrechen und da versucht man was beizutragen als normaler Bürger sozusagen, nicht in einen es muss jetzt niemand mit mir religiös übereinstimmen, aber es ist ja auch so, dass ich tue das zwar ergänzen, das Religiöse, aber man kann auch sagen, okay, der Teil, wo sich mit den Verbrechen befasst, da bin ich jetzt als normaler Bürger, sitze ich hier da an meinem Schreibtisch, ohne jetzt, sage ich mal, wie gesagt, dieses so irgendwie auszuschlachten für Grusel oder irgendwelchen Scheiß. Und das, so ist es zu verstehen. Also das soll, wenn jetzt ein normaler Bürger, der was weiß ich, der kann privat an Horoskope glauben, der kann das und das, aber wenn er als normaler, neutraler Bürger auftritt und die Basis ist, dass Logik, Vernunft,
Plausibilität, solche Sachen praktisch, dann kann ich mir das so vorstellen. Und wenn dann praktisch die Quellen klar sind, okay, das ist praktisch so und so zu verstehen. Man macht dieses Video, weil man im Grunde praktisch mit meiner Analyse übereinstimmt und möchte, dass dieses noch mehr Gehör bekommt. Aber man kann dann im Verlauf auch sagen, okay, an der Stelle bin ich jetzt zum Beispiel nicht einverstanden. Hier sehe ich so, das und das sind die Originalquelle, und aber hier in dem Punkt ist das und das meine Meinung, und so einfach, so bin ich damit einverstanden und fände das gut, wenn es so praktisch gelöst wird, wenn man mir sagt, okay, das und das kann ich noch verbessern. Ja, teilweise kann ich es selber noch vielleicht verbessern, und teilweise wird es aber auch am Ende immer darauf rauslaufen, dass ich zwar den Anspruch habe, Chefkoch zu sein in meinem Bereich, aber nicht das ganze Restaurant selber werf, also so praktisch, also alle Arbeiten selber ausführen kann. Und wenn man sich's überlegt, im normalen Bereich ist es völlig, also beim Restaurant, beim Koch ist es völlig akzeptiert und normal, und da tut auch niemand so, dass er sich zurückgesetzt fühlt und bla bla bla, sondern das ist ganz normal, und so ist es bei mir auch zu verstehen. Ganz normal. So. Okay, also soweit dazu.